zu meinen inzwischen schon 7. Videos zum Plattenhören und Musikhören. Heute möchte ich auch mal die Anlage vorstellen, mit der ich derzeit höre. Es ist nichts Besonderes, es ist so gemischt aus Vintage und ein bisschen neueren Zeug. Vielleicht interessiert es einen. Man kann auch mit wenig Budget gut Musik hören. Und als zweites möchte ich dann ein paar neue Platten vorstellen, die ich im März gekauft habe. Es werden ein paar dazukommen. Man hat das vielleicht gehört jetzt im Live-Chat vom Direct Drive Record am Freitag, oder gehört, gesehen, mitgelesen. Ich fliege für fast 14 Tage nach Montreal, Kanada, und da hat mir der French Vinyl Addict mit seinem Video ein bisschen Tipps gegeben, wo man gut Platten kaufen kann. Da werden schon ein paar mitkommen, was man in Europa eher selten bekommt. Gut, fangen wir mal an mit der Gerätevorstellung. Ja, meine Geräte, fangen wir auch mit dem Plattenspüler. Ist ein, man sieht es eh, Project Debut Carbon mit Gleichstrommotor, mit dem Carbon-Alu-Tonrahmen, den man kennt. Derzeit ist noch so etwas von Red Album, das muss ich jetzt in nächster Zeit einmal austauschen, weil es doch schon etliche Spielstunden hat. In Acrylteller, den ich grundsätzlich ohne Slipmat verwende. Er hat ja die Vertiefung drinnen fürs Level, und mit der Auflage funktioniert das eigentlich gefühlmäßig für mich besser, als wenn ich Slipmat drauf tue. Vor allem, weil ja der Acrylteller ein bisschen hecher ist wie der Blechteller, was beim Standardgerät dabei war. Und da müsste man den Tonarm höher stellen, was ich bis jetzt noch nicht mir wirklich angetan habe. Also ich bin zufrieden mit dem, wie er rennt. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, ist, wenn man Singles hört oder 45er Platten hört, dass man den Teller abnehmen muss, und der Acrylteller sitzt recht stramm auf der Achsen und in Riemen umlegen muss. Bin ich mir am Überlegen, ob ich mir mal einen 15 Volt Motor und das Beatbox besorge. Gut, aufgestellt habe ich noch eine Bass aus einer MDF-Platten auf Spikes. Zusätzlich, er steht auf meinem selbstgebauten Plattenregal, wo ich auch mal 30 mm Leimholzplatten habe. Die Seitenwände sind aus Standard-Spannplatten. Verstärkt ist es auch mit Spannplatten. Die Regalböden sind auch Fichtenleimholz. Und die Entkoppelung ist so gut, dass wenn ich Platten spüle oder die Nadel auf Platten auflege, im Verstärker Vollauftrag kann ich da eigentlich mit der Faust neben drauf fahren, und man hat überhaupt keine Mikrofonie. Überhaupt keine Mikrofonie, was man über die Lautsprecher hört. Also eine wirklich gute Entkoppelung. Dazu tragt natürlich auch das massive Gewicht vom Plattenregal mit inzwischen fast 700 Platten. Muss man übrigens eher neu bauen. Dazu bei. Gut, Plattenspüler. Machen wir die Stabhaben wieder zu. Ja, ich hab's oben, die Staubschutzhauben. Aber beim Spülen bleibt sie offen, wenn er gelagert ist, oder wenn ich nicht spüle, bleibt sie geschlossen. Ich höre keinen Unterschied. Ich habe es einmal weg da. Auch beim sehr laut hören höre ich keinen Unterschied, muss ich ehrlich sein. Jo, zweiter Zuspieler. Meine Musiksammlung umfasst ca. inzwischen 1100 Tonträger, wobei immerhin um die 350 CDs dabei sind, und die gerne abgespielt. Und dazu habe ich mir mal vor, das ist auch schon 24 Jahre her, fällt mir gerade auf, im Pioneer Compact Disc Player PD-S507 zugelegt, mit dem sogenannten Stable Pattern Mechanismen. Und von dem bin ich nach wie vor überzeugt vom CD-Player. Schreibt mir nochmal ein. Nur so als Vorführung, was ist die Spezialität dabei? Jetzt könnte man sagen, CD-Player ist CD-Player. Ja, ein bisschen anders schaut er aus, man sieht schon. Ich lege hier nämlich die CD
wie ein LP auf mit der, wie sagt man, mit der reflektierenden Seite nach oben, mit dem Label nach unten. Es ist ein sehr massiver Plattenteller, der super leicht gelagert ist, mit Filzauflage, und der Laser liest von oben. Und wenn wir jetzt auf Play drücken, da hat es ein bisschen, er hat die Platten eingelesen und der spült schon. Ich habe da in Laser noch nie reinigen müssen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil er im Verkehr herum drinnen ist. Es kann eine Einbildung sein, aber für mich ist das ein Top-Gerät. Möchte ich auf keinen Fall tauschen und ich hoffe, er hält noch einmal 24 Jahre. Weil das habe ich dann im Video drinnen, was mir an der LP mehr fasziniert werden denn CDs. Packen wir die CD wieder weg. Ist übrigens die Hangover von Gilly Clark. Gute Platten, Hangover. Gefällt mir gut. Gut. Dann kommen wir zu dem, was laut macht. Der laut ist glücklich, habe ich mal irgendwann auf einer Platte gelesen. Oder Made to Play It Loud, steht auch öfters oben. Das ist ein NAT-Receiver. Wobei ein Radioteil so gut wie nie benutzt, und zwar ist es der Receiver 7100. Ich kann zwei Boxenpaare anschließen. Er hat Bass, Loudness und Travel. Ich hätte Tape-Schleifen drauf. Ich habe einen Phono-Eingang mit einem nicht so schlechten Phono-Verstärker, finde ich. Ich habe einen Video-Eingang, den ich nicht nutze, beziehungsweise schon nutze. Da hängt der Bluetooth-Adapter drauf. CD, Low-Level-Tasten, das ist vielleicht auch eine der Spezialitäten, die hat. Schalten wir mal ein. Und wenn er länger aus ist, kommt groß das der Radio. Und da schalten wir vorne um, damit er keinen Lärm macht, weil ich habe letztes Mal ungefähr bei meinem letzten Video eine Platten im Hintergrund laufen gehabt und habe gleich eine Copyright-Verwarnung gekriegt von YouTube. Damit uns das nicht passiert, schalten wir die Musik aus. Der Kerl macht richtig viel Lärm und ist sehr rauscharm und ändert die Qualität. Der ist nicht neu, das ist schon klar. Und da können wir jetzt, wenn ich es zusammenbringe, habe ich ein paar Daten dazu aufgeschrieben auf mein Tablet, beziehungsweise habe ich einen Blog, wo ich ein bisschen was über mein Musiksammelverhalten erzähle, kann ich verlinken nachher. Der Kerl hat 60 Watt durchgehend und mit der Spezialschaltung, was NADM in ihre Verstärker drinnen hat, bringt dann 8 Ohm eine Peakleistung von 200 Watt raus. Das hört man. Man könnte ihn bridgen mit einer passenden 7000er Einstufung dazu, ist aber nicht notwendig. Spülen dort das Ganze im Kanton von um 401 Boxen rein. Die kommen von 1991 bis 93 sind die gebaut geworden und haben damals die 600 D-Mark gekostet. Mit dem bin ich hochzufrieden. Das einzige, obwohl es nur Regallautsprecher sind, sie sind etwas basslastig manchmal. Also mit dem Receiver bin ich auch zufrieden, warum habe ich dann gesagt, dass ich ihn vielleicht unter Umständen tauschen werde. Er hat halt ein bisschen viel Knäpferl und mir wäre ein simpler Vollverstärker lieber, weil ich eigentlich die ganzen Zusatzfunktionen nicht nutze. Wenn ich streamen tue, das ist jetzt für die Kabel ein bisschen kurz drinnen, dann nutze ich so einen kleinen Standard Bluetooth Adapter. Ist ausreichend, streamen tue ich eigentlich nur, wenn ich neue Musik erkunden und hören will. Gut, die wichtigsten Geräte habe ich vorgestellt. Mein selber baut das Plattenregal, vielleicht sieht man es ein bisschen besser, wenn ich einen Schritt zurückgehe.
Ja, man sieht, es ist relativ voll. Darum wird es jetzt auch erweitert. Die CDs sind in mehreren also IKEA-Lösungen beheimatet, die über den Raum verteilt sind. Und da oben gibt es noch Kerbel, wo ich meine Singles drinnen lager. Ja, Standardzubehör, Plattenstabilisator, Bürstel zum Reinigen von der Nadel auf die Schnelle, die übliche Carbonbürste und dann flüssigen Nadelreiniger, wenn ich Flohmarktplatten abgespült habe. Ja, das Letzte, was ich noch gern präsentieren darf. Man kann nicht immer volle Tüte laut. Man muss auch manchmal auf die Kinder der Nachbarn Rücksicht nehmen, weil meine sind schon aus dem Haus. Das ist mein Kopfhörer. Und zwar ist das ein Sennheiser HD420. Den habe ich seit glaube ich, 78 oder so. Und ich habe noch einen besseren gefunden. Keiner macht mehr die Qualität wie damals. Also erstens mal gefällt mir vom Klang her wahnsinnig. Es ist ein offener Kopfhörer, ist irrsinnig angenehm zum Tragen. Also er wärmt nicht die Ohren wie ein geschlossener. In Schaumstoff habe ich schon ein paar Mal austauschen müssen unter den ursprünglich goldfarbenen Polstern. Der Schaumstoff da hinten, wo die Luft ventilieren kann, war einmal goldfärbig, jetzt ist er grün. Also da dürfen sie wirklich Kupfer dazu verwendet haben für die Farbe. Man kriegt auch da Ersatzteile, das ist auch fantastisch. Also das Kopfhörerkabel kann man nach wie vor bestellen und tauschen. Und wie gesagt, mein Kopfhörer. Sehr alt, mit mir alt geworden. Und ich habe noch keinen besseren gefunden. Vielleicht gibt es Tipps für einen Kopfhörer, der so klingt wie der HD420 und den man länger am Kopf haben kann, ohne dass man Schwitzer die Ohren kriegt. Gut, meine Hi-Fi-Kette, nicht das Neueste, war alles irgendwann einmal neu gekauft und nicht so billig gewesen. Und aber eben nicht High-End, sondern normales Hi-Fi. Mein Gehör hat ja auch schon nachgelassen. Daher halte ich das aus. Ja, das vielleicht noch, weil es mir gerade ins Auge sticht noch. Die Kasteln weg. Das habe ich mir auch gewöhnt. Boah, auch schon Ende der 90er Jahre. Einen kleinen, echten Perserteppich obendrauf vom letzten HiFi-Gerät, damit es nicht so verstaubt. Und ich finde den Teppich schön, der war mir Geschenk vom Freund. Ist wirklich ein echter aus dem Iran, glaube ich. Und mein einziger Perserteppich, also einbrechen zahlt sich nicht aus. Gut, dann zeige ich euch meine neuen Platten. Ja, also nichts Besonderes, aber ich habe eine Freude damit. In Verstärker tausche ich vielleicht jetzt einmal irgendwann im heurigen Jahr, ist aber noch nicht sicher. Platten, die ich gekauft habe. Mein Musikgeschmack ist ja relativ vielfältig. Da ist vom Rock, Heavy Metal, Jazz, Singer, Songwriter, ziemlich viel Roots-Musik, Country-Musik dabei und auch Jazz, und da gar nicht so wenig. Und zu meiner Schande habe ich noch nichts von Miles Davis gehabt. Das hat sich jetzt geändert beim spontanen Besuch, wie die Platten da mit dem Riss gekauft habe. Von Bob Dylan, die Basement Tapes, waren zwei andere Platten dabei, auch noch drei eigentlich. Und da war das erste Mal Miles Davis in a Silent Way. Da spielt mit eben Miles Davis und der Trompete, Herbie Hancock, Chick Corea, Wayne Shorter, Dave Holland am Bass, der Joe Zawinul aus dem dritten Wiener Bezirk am elektrischen Piano und an der Orgel, John McLaughlin, Donny Williams und die Drums. Also gute Platten, das ist die Platten vor der Bitches Brew gewesen. Und in einer tollen
Vinylqualität nachgemacht mit dem alten Columbia Label und auf weißen Vinyl. Ich bin zwar jetzt nicht so der Freund vom farbigen Vinyl, aber die Qualität der Pressung geht in Ordnung und ist wirklich gut. Also habe ich mir schon ein paar Mal jetzt angehört. Das zweite Plattel, was da mitgegangen ist, ist ebenfalls in die Jazz-Richtung. Sieht man es beleuchtet, das ist ja so ein glänzendes, schillendes Cover. Dil Brenner, jetzt probiere ich in Englisch aussprechen, Dil Brenner und Bob James, On Vacation. Tolles Gatefold mit Swimmingpool. Und Brenner, sei Frau oder Lebensgefährtin, vorne drauf. Und hinten die Titelliste. Foto von Dil. Das ist ein Doppel-LP, ein Foto von Bob James. Ja, die Qualität der Platte ist super. So richtig hundertprozentig warm werde ich nicht. Also wenn man zuerst den Miles Davis hört und dann jetzt nichts was gegen das, was er kann oder was der Deal, ist es halt eher Lounge-Jazz und das andere ist eben Miles Davis. Aber in einer ruhigen Minute zu einer Dinnerparty oder was. Ist sie als Hintergrundmusik sicher angenehm und man kann sie auch Seiten auch durchaus so anhören. Das waren meine zwei Jazz-Neuerwerbungen. Beim weiter durchsuchen ist mir dann untergekommen von Buddy Guy. Ich glaube, das ist die aktuelle Platte, If Blues Don't Lie. Also man muss dazu wissen, ich bin ein großer Buddy Guy Fan. Er ist ja einer der, oder einer, er ist glaube ich der letzte für die echten Bluesmänner, was noch lebt. Und spielt eine Wahnsinns-Blues-Gitarre. Also das geht direkt ins Herz rein. Also da fällt nichts und trotz seiner fortgeschrittenen Alter schreibt er auch noch tolle Lieder. Es ist nicht reiner Blues, es ist auch Blues-rockig. Und er hat einfach viel zum Erzählen und das hört man. Die Platten ist auch super aufgemacht mit dem, ist auch ein Doppel-LP übrigens. Ist euch schon aufgefallen, dass bei den Neiden geht vor allem mit Doppel-LP. Hinten nicht, also irgendwie bleiben immer die Platten drinnen stecken. Das ist aber die alten aus den 70er und 80er ja nie passiert. Also man zwickt immer das Händel vom Sleeve ein, wenn man die zusammenklappt und kriegt es fast nicht raus, wenn man nicht das Geld voll ganz aufklappt. Schwarzes Vinyl ist mir sowieso lieber. Eigengestaltetes Label. Leider keine gefütterten Innenhöhlen, den muss ich noch tauschen. Wenn wir jetzt wieder neue von Müller geholt. Ja, super Platten, ja immer. Habe ich schon zwei oder dreimal angehört. Gut, ich habe auch viele Klassiker auf CD, weil ich irgendwann Mitte der 90er, Ende der 90er, Ende der 90er angefangen habe, CDs zu kaufen. Und unter anderem habe ich auch nur die Led Zeppelin 4 auch eine CD gehabt. Den Fehler habe ich jetzt korrigiert. Ich habe es in der 2020er Ausgabe mit dem Remastered von Jimmy Page gekauft. Also man kennt die Serie, das ist mit den klassischen Gatefolds, wie es damals rausgekommen ist in der Aufmachung. Ist am mit den Innenhöhlen, Atlantic Level, wie es gehört, zur Musik. Led Zeppelin brauchen wir nicht viel sagen.
für mich eine der besseren Led Zeppelin Platten, oder schlechte gibt es eh keine, aber eine, die ich sehr gern her. Wobei es nicht nur ums Stairways to Heaven geht, ich finde die anderen Titel durchgehend auch überragend gut. Und gleich beim Vervollständigen der Klassiker sind. Velvet Underground, die erste Velvet Underground mit Nico. Auch in einer Repress, allerdings in einer Repress, wo man die Banane, wenn ich es rüberbringe. Runterziehen kann. Ich habe schon eine Repress für die Platten, allerdings ohne Gatefold und eben ohne Bildbanane. Das Gatefold kennt, glaube ich, auch jeder mit den Beschreibungen drinnen von diversen Musikjournalisten. Das berühmte Foto, was in den ersten Auflagen mit dem schwarzen Pickel überbiegt war, weil sie nicht wirklich die Rechte geholt haben und mit dem großen Andy Warhol unten drauf als Produzenten. Die Platten ist bekannt, brauche ich auch nicht viel dazu sagen. Sie ist ein Hammer und sollte in keiner Sammlung fehlen. So vor allem also der Signature Song von Lou Reed, Heroin, boah, ganz laut pur. Und dann kommen noch zwei Highlights, die mir gestern zugelaufen sind. Englische Originalpressungen aus den 60er Jahren. Einmal von der Jet Total This Was. Die erste Jet Total Platten. Geht voll. Foto mit dem vielen Hund, hinten die Band angehört. Das Platten ist in einem tadellosen Zustand. Sie könnte fast neu aus dem Geschäft sein. Also wir Mint, hätte ich gesagt, von der Vinylqualität. Die Hülle ist nicht mehr very good plus. Kostet mit der Spaß ein paar Euro, sagen wir so. Allerdings sollte man wissen, dass ich nicht bereit bin, Fantasiepreise für Platten zu zahlen. Und die zweite vom selben Herrn gekauft, ist glaube ich heuer die meistgezeigte Platte in der deutschen Vinyl-Community mit der Cover-Challenge vom Anfang, die Stand-Up, also gleich die Nummer 2 hinten noch. Ebenfalls englisch Original mit lustig Band zum Aufklappen drinnen. Entschuldige, der Zustand ebenfalls von Platte Very Good Blues, hätte ich gesagt, und das Cover ebenfalls Very Good Blues. Also das hat fast keine Abnutzungserscheinung, auch nicht auf den Kanten, kein Ring wie nix. Für beide Platten zusammen habe ich 60 Euro gezahlt, ich sag's mal so. Und da kommt für mich eine der Faszinationen vom Vinyl raus. Die Platten sind beide ca. 55 Jahre alt und ich lege es auf meinen 3-4 Jahre alten Plattenspüler und ich kann mir die anhören. Gelingt uns das in 55 Jahren mit CDs oder mit Dateien, die wir jetzt gekauft haben? Weiß ich nicht, ob die CD so langlebig ist und ob man dann vor allem noch Abspielgeräte dafür kaufen kann. Und die es jetzt gibt, ob man da dann den Laser noch herrichten kann oder was, keine Ahnung. Ein paar Dateiformate, das weiß auch jeder. Wer mit dem Computer angefangen hat, Grafikformat, Corel Draw war gang und gäbe oder Lotus, zum Beispiel Tabellenkalkulation. Heute kriegst du die Dateien unter Umständen gar nicht mehr auf von damals und kannst das da anschauen. So, und dann zum Abschluss, weil meine Platten präsentiere, sind das doch relativ viele Mainstream-Platten, ist mir aufgefallen.
möchte ich eine Rarität aus meiner Plattensammlung herzeigen. Gut, und das ist die 1982er Platten der ungarischen Band Karthago. Die haben in Ungarn relativ viel Erfolg gehabt. Also jetzt bitte nicht schlagen, die Namen, ob ich es richtig ausspreche, für die vier Musiker, was die Band bilden, die übrigens, glaube ich, bis vor kurzer Zeit aktiv waren, sind Tamás Takács an der Stimme, der Attila Gidavalli, glaube ich, Walli, keine Ahnung, Ungarisch ist keine einfache Sprache, an den Keyboards, Ferenc Szigeti an der Leadgitarre und Milos Kassandra an die Drums und der Zoltán Kiss am Bass. Da sieht man die 1982, weiß ja jeder, ist der eiserne Vorhang noch gestanden, den ich persönlich noch sehr gut kenne und ich bin auch öfters ins kommunistische Ungarn gefahren. Und jetzt kommt eigentlich das Lustige. Die Band hat zwei Platten auf einem österreichischen Level rausgebracht und sogar mit Requiem hymnischer Rocksong, möchte ich mal sagen, kann man auf YouTube auffinden. Karthago, Requiem, Englisch unbedingt dazu schreiben, sonst kommt es Ungarisch. Wobei die Musik ist natürlich gleich, aber mit Englisch versteht man den Text. Und das war dann in Österreich sogar in der Hitparade, glaube ich, unter die Top 10 drin, eine Woche oder zwei Wochen lang. Die Platten, 83, entschuldige, nicht 82, 83 ist sie gerade, war, oder die Band hat in Österreich, in Klagenfurt, einen Bandwettbewerb gewonnen, darum haben sie den Plattenvertrag in Österreich gekriegt, haben dann anscheinend auch Tourneen gemacht, auch zu kommunistischen Zeiten in Deutschland und Österreich. Gesehen live habe ich es nie. Allerdings haben wir die Platten damals fast alle gekauft in unserer Klick. Und sie haben dann ein paar Jahre später noch eine zweite gemacht, auch eine englischsprachige. Die ist, wenn man auf Disco schaut, sehr teuer. Die kriegt man 20 Euro Amazon. Und meine ist allerdings etwas älter in meiner Sammlung. Und die hört man immer gerne an. Es ist West Coast Rock, könnte man sagen. Also die Jungs haben sicher österreichisches Radio gehört und dadurch eine musikalische Prägung bekommen. Waren sehr erfolgreich, haben eben bis vor ein paar Jahren aktiv gespielt und also 30-jähriges Band, Jubiläumskonzert in Budapest in einem Stadion gegeben, was zum dritten voll war, also in Ungarn. Eine große Prominenz oder Bekanntheitsgrad. Im Westen gar keinen, wenn es den Westen Karthago gibt, kommen die deutschen Krautrocker zuerst. Also sie haben auch viele Platten gemacht, die meisten auf Ungarisch. Zwei Stückchen, eben die Requiem auf Englisch, auf einem österreichischen Level. Eine Rarität aus meiner Sammlung. Damit höre ich auf, verabschiede mich einmal für mindestens zwei Wochen. Morgen sitze ich im Flugzeug nach Montreal. Wird sicher lustig, vor dem Kalt. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen Garten arbeiten. Und wenn ich viel Glück habe, eine Runde mit dem Motorrad fahren. Und am Abend höre ich mir noch zwei Platten an. Also einen schönen Sonntag noch allen und viel Spaß und immer denken dran, legt euch eine gute Platten auf. Also, schön, bis zum nächsten Mal.